Guten Morgen kann ich nicht mehr sagen, es ist schon guten Tag. So, wir fahren jetzt Anouk zum Geburtstag. Es ist immer, Tommy sitzt in der Computerecke im Winter. Ich habe gerade den Vlog hochgeladen von gestern, habe ich gerade geschnitten den ganzen Vormittag lang. Nebenbei noch Frühstück gegessen, Toiletten sind alle benutzt und kein Licht aus, überall kein Licht aus. Tommy schaltet von hinten nach vorne Licht aus. Und du? Ich gehe von vorne nach hinten. Und schaltet Licht wieder an. So kennen wir das. Kontraproduktiv bis ins Mark. Die ist aber schön weich. Nein. Doch, die ist schön weich. Komm, wir gehen jetzt. Wir fahren jetzt. Aufmarsch, Abmarsch, Aufmarsch, Aufmarsch. So, auf. Oh Mann, ey. Ey, was ist denn hier los, ey? So, wo ist denn jetzt das andere Auto? Na? Wer weiß es? Keine Ahnung, also es steht nicht hier, es steht nicht hier, es steht nicht da. Kann es noch da auf Sonderstraße, andere Seite sein? Sonder, andere Seite oder Friedelstraße? Ja, wir fahren in Geis. Wie bitte? Hey, schön, dass er blinkt und nicht umfällt. Was bekloppt das? So, gucken bitte. Hier. Nicht die Job machen, nicht die Job machen. So, der ganze Tag im Arsch. Wegen einmal Geburtstag. Oh, nur wegen dem Parkplatz haben wir jetzt die Autos getauscht. Wir haben jetzt schon 15 Minuten im Geländekreis, kein Parkplatz. Kein Parkplatz gefunden. Papa, kann ich jetzt schon ohne Kindersitz fahren? Eigentlich nicht. Oh, schlimm. Anscheinend. Gut. Genau, worum es geht. Also, wir haben versucht, einen Parkplatz zu finden. Seit 15, 20 Minuten versuchen wir hier einen Parkplatz zu finden. Und dann denkt, es gibt keine Parkplätze mehr. Jetzt müssen wir versuchen, jetzt haben wir die Autos getauscht. Weil jetzt keiner hatte einen Parkplatz. Und zwar einen großen Parkplatz. Jetzt haben wir das getauscht, fahren mit dem kleinen Auto durch die Gegend und suchen einen Parkplatz. Weil das ist ja, die Chance ist umso größer. Kleinere Auto. Oh, die Krise, ey. Dieses Gegurke hier nach Parkplätzen ist eine Katastrophe. Ja, du musst dich als Fahrradfahrer auf der richtigen Seite überholen. Ich? Als Fahrradfahrer. Papa. Meine Tochter ist total begeistert von einem scheiß Luftballon. Ja, fantastisch! Ich krieg die Krise! Ich will nur einen verfickerten Parkplatz hier haben, ey! Das musst du rausschneiden! Das musst du rausschneiden! Mann, ey, kann doch nicht so schwer sein, einen tollen Parkplatz hier zu kriegen! Nicht den uns wegnehmen, bitte! Bitte, wir packen gerade ein! Dummi! Los, geh weg! Los, los! Oh, oh, Parkplatz! Oh, oh, wir sind gerettet! Oh, wir sind gerettet. Nein. Computer. Nein. Okay. Nein. Ich hasse euch. Ja. Ich dich auch. Ja, ich hasse dich. Also am meisten hasse ich dich ja. Dich, genau dich. Eigentlich hasse ich dich. Ich hasse dich. So, ja, ich hasse dich. Ah. Du alter Quatschkopf. Immer dein Hassen.
will nicht mehr gehasst werden. Ich habe eine halbe Stunde Parkplatz gesucht gerade. Ich habe keinen Bock mehr, dass ich gehasst werde. Ich muss auch mit euch durch die Gegend zu kutschieren. Ah, unglaublich. Ah. Oh Mann. Hier, guck mal, die Klappe von deinem Dings hier. Halbe Stunde Parkplatz gesucht. War das echt so lang? Ja. Jetzt haben wir zum Schluss umgeparkt. Ich habe das kleine Auto war ja in der Parklücke, wo der große auch hinpasst. Und mit dem kleinen finde ich eher eine Parklücke. Da habe ich nochmal 10 Minuten gesucht. Das wie hat Mama gesagt? Na ja, ein bisschen lang. Noch ist perfekt. Also es muss ja lang sein. Normalerweise steckt man sich in die Hose auf. Naja, das ist nicht mehr heutzutage nicht mehr so, dass man es in die Hose steckt. Aber ich kann es behalten. Also würde ich mal sagen, wir können das hier abschneiden. Da hatten wir hier mal eine Schere gehabt. Ja, die Schere ist weg. Ich weiß, wo sie ist. Ich nehme jetzt ein paar Würste einfach. Mit mir die Rindpfeifen. Und dann gucke ich mal noch, was am Brötchen da ist. Hier ist zu. So frech. Sie meint doch dich. Sie meint doch dich mit alte Frau. Sie meint dich, das weiß ich genau. Sie meint dich, sie meint nicht mich, nein, nein. Sie meint nur dich allein. Naja, dann sagen wir mal schönen Feierabend. Bis morgen. So. Was für ein beschissener Morgen, ey. Ich lauf mit beiden Schuhen voll in die Scheiße rein. Ich fass es nicht. Das ist ein schön weg, ich muss die Kappe da jetzt, geh Bock drauf. Hundebesitzer, das ist jetzt scheißegal, sozusagen. Lass uns einfach liegen. Na, trittst du rein, da ist die Kacke überall. So, ja, wo ist er denn? Wie weit ist er denn hier? Oh Mensch. Ich bin auch ein Ginger Ale. Apfelsaft? Auch Ginger Ale. Bei Ginger Ale Apfelsaft kostet schon genau. Genau. Möchtest du auch noch mehr Kaffee? Ja. Poppy. Ich habe ganz wenig reingemacht. Schmeckt gut? Das ist ein Eis. Papa hat ein Eis. Danke. Ja, das ist Eis, ja. Mandarinenjoghurt. Mmh. Okay. Mmh. Der Wurzelnachweis. Danke. Schönen Tag. Schönen Tag. Danke. Tipp ist not included, steht hier mit Smiley. Was heißt Tipp? Ja, das war ein sehr schönes Essen. Also wirklich. Ich weiß ja nicht, ob ihr die noch kennt oder so, aber aus den ersten Vlogs oder so, die ich so gemacht habe, da waren wir ja im Silberlöffel immer essen und jetzt sind die gleichen Betreiber. Der Silberlöffel existiert bei uns nicht mehr. Bei uns wird ja jedes gute Restaurant in unserem Kiez wird irgendwie geschlossen und gegen irgendeine Fressbude ersetzt, weil man damit einfach viel mehr Geld machen kann. In kürzerer Zeit viel mehr Durchlauf. So alle Pizzen, so alle so diese quadratischen Pizzastücken und so ein Scheiß. Ja. Also damit kann man ja viel mehr Geld machen als mit einer guten Restauration mit viel weniger Aufwand. Auch viel mehr Durchlauf und sowas, aber auch nicht schön für den Kiez. Das darf man auch nicht vergessen. Quantität, nicht Qualität. Auch selbst wenn die Pizza vielleicht ganz lecker ist oder so, manchmal. Aber ein gutes Essen, ein gutes Buffet, ein gutes Restaurant, das ist doch eine ganz andere Geschichte. Da ist man doch so ein bisschen, so ein Stück weit Entschleunigung halt, ne? So blöd wie sich das anhört, das Wort. Aber es stimmt, also man ist so ein bisschen ruhiger, kann so ein bisschen genießen.
als in so einem Fastfood-Ding, wo man einfach nur rinnen, weg, keine richtigen Sitzplätze und so. Hä? Jetzt geht's gleich wieder los, sofort wieder die Zeta und alles. Dafür kann ich nicht. Vom Restaurant, vom Essen, kauend, ja. Vom Restaurant, 5 Schritte laufen zum Auto, sich hinsetzend. Ja, wir sind ich schwitze so total. Das war nicht schlecht. Das Essen war nicht gut, oder? Doch, das war sehr gut. Was für ein Tag, so. Nichts passiert. Nur aufräumen. Und trotzdem nicht geschafft. Ein Zimmer. Ich habe ein bisschen was eingestellt. Meine Frau hat aufgeräumt. Fantastisch. Ich habe Anouk gegessen. Und jetzt gucken wir noch einen Film. Ja, so sind Sonntage. Heute Morgen waren wir frühstücken. Jo. Sonntag um. Und morgen geht's wieder ab in die Schule. Stimmt, Luki? Mhm. Genau. Gute Nacht. Gute Nacht. Aber wir spielen noch. Was spielt ihr denn noch? Wir spielen Schwester und mir. Und heute war meine Krönung. Und die Krone bekommt ich. Wow, das Schwein ist gekrönt. Nein, ich war nicht gekrönt heute. Du bist gekrönt heute? Und Anouk, das hier ist dein Stuhl. Ja, ich hoffe. Oh mein Gott, na okay, mach kurz noch die Krönung und dann kommt drüber, können wir noch einen okay, Film gucken. Freddy, Kino! Genau, nach der Krönung ist Kino. Krönungskino. Also bis morgen, macht das gut, wie gesagt. Ist halt nicht viel los gerade im Moment. Und ich meine, ich brauche ja nicht zeigen, wie ich hier am Computer sitze. Und Dinge einstelle, fotografiere und einstelle, das ist ja auch langweilig, will ja auch Kinder sehen. Also deswegen ist es ein bisschen weniger jetzt im Moment. Aber naja, bleibt dabei, immer fleißig durchhalten. Ich sehe, viele Leute springen ab, merke ich jetzt, keiner kommt dazu so richtig. Tut mir leid, so ist es nun mal. Ja. Durchhalten. Morgen. Die Mietze muss heute zum Doktor. Schubasche. Kommst du halt zum Doktor? Mhm. Ich mach gerne. Ja, das immer sehr gerne. Nur beim Doktor. Der hat nämlich ganz schön abgenommen. Mir ist tatsächlich so seit 2-3 Wochen so aufgefallen, dass sie so ein paar Wochen hat. Ja, eigentlich ja. Schnurrt, macht, tut, fühlt sich wohl, alles gut, aber will auch klauen wie immer, Käse fressen.
So dünn aussiehst, wenn du was willst. Zu dünn. Schießt um 12. Oh, Hilfe. Ich kann mal rückwärts runterfallen hier. Fehlte mir noch. Kann ich ja nur ja nicht brauchen. So. Jetzt haben wir Mitzi. Mitzi. Mitzi, Mitzi, fein. Knast Mitzi. Können wir gehen? Nicht, Jane. Ja, gut. Aber so ist das ja alle. Es ist nicht so, dass sie jetzt viel weniger ist. Das muss ich auch wissen. Aber sie läuft immer in die Küche und guckt und hat heute Morgen schon wieder versucht, das Brötchen dazu klauen. Gestern die Salami vor den Pizzen. Und so, also da ist schon noch ein Drang da zu essen. Nicht so wie, weißt du noch, als sie so krank war, gar nichts mehr essen konnte. Darf ich dich mal rausschmeißen mit der Katze? Vielleicht? Dann machen wir so. Ich muss da oder dann mach ich ja Rede warten. Schlimm. So, essen wir mal ohne. Jetzt reicht's. Jetzt erstmal nicht mehr. Nie wieder. Jo. Jo, was haben wir denn jetzt hier? Also ich habe 2 Medaillen eingestellt. Das ist jetzt nicht die Masse, das ist mir schon klar. Aber dafür ist es klasse. Es ist einmal eine Hotel Adlon Medaille. Die wurde bisher nur 2-mal existiert, die auf der Welt wurde die verkauft. Und ich habe den Original, das Originalmodell davon.
Das Modell, bevor die Münze gegossen wird, sozusagen. In Bronze wird die Münze gegossen, das Modell wird in Hand gefertigt, in Zinn meistens, ne? Geschnitzt, so geschnitten. So wird ein Modell geschnitten. Das Modell habe ich eingestellt, ja. Das ist sehr gut. Und dann halt ein Modell von Hans Füssel für die Olympiade 1972. Super selten auch, natürlich, ne? Und Hans Füssel signiert, also auch HF. Und das ging wahrscheinlich, also es ging ja nie in Serie, also davon das ist mir wirklich nur die Medaille bekannt, tatsächlich. Und die als Modell, genial. Normalerweise werden die Modelle vernichtet und die sind erhalten geblieben. Habe ich ein paar Modelle ja gekauft jetzt im letzten Jahr und im vorletzten Jahr von einem entfernten Verwandten aus der Familie. Und jetzt stelle ich die ein, weil jetzt sind historische Stücken. Ja, sind einfach schön. Ja, stell die ein und schau mal, was passiert. Und wenn mich die meisten wieder für so gierig oder was oder wie. Nein, das ist ja auch, wenn du da 100 Münzen kaufst oder 100 Medaillen kaufst, dann sind dann eben nur zwei gute bei oder so. Die Olympiamedaille ist schon gut. Da zeigt noch das Schloss, Stadtschloss, Berlin. Werde ich dann noch rinballern. Konrad Adenauer. Graf Schenk von Stauffenberg und die Friedensfahrt. Naja, Friedensfahrt ist ja nicht mal, ob ich die reinstelle. Passt ja auch zu mir, zu meinem Laden. Schauen wir mal, irgendwann muss ich ja einstellen. Das Wunder von Bern, da habe ich noch ein Foto. Das werde ich morgen einstellen. Da habe ich noch ein original unveröffentlichtes Pressefoto. Werde gleich mal gucken, ob es unveröffentlicht ist. Da kann man auf Alamy Stock. Kann man die ganzen Bilder sehen, die man kaufen kann, sozusagen mit Rechten zum Veröffentlichen. Und da schaue ich mir mal gleich an, ob dieses Foto existiert. Aber meines Erachtens ist es unveröffentlicht. Das ist natürlich auch gut. Das sind auch ein paar hundert Euro auf alle Fälle für so ein Bild. Ne? Von der Nationalmannschaft, die sich da freuend über den Platz stürmen. So, ey. Das Wunder von Bern. Perfekt. Das kommt morgen rein. Also das war's für heute. Jetzt mal Schluss. Feierabend. Dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder. Es lohnt sich überhaupt nicht, alle, die sagt, das alles im Einzelnen hochzuladen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Wartet ab, ihr kriegt eine geballte Ladung, denn immer so jeder Tag so ein bisschen. Manchmal ist auch nichts. Ich leg mich jetzt gleich wieder hin, guck mir noch einen Film an, mit meinen Kindern ein bisschen kuscheln noch und pennen. Und morgen ist Dienstag. Ja, mal schauen, das sind die Blutergebnisse von Mizi da, von unserer Katze. Ach Mensch, ey, das ist ja auch was, die war die jetzt im Krankenhaus, nicht im Krankenhaus, aber war die jetzt beim Arzt, beim Tierarzt. Ach, kann ich jetzt eigentlich nicht brauchen, ey, die Ärmste. Hoffentlich geht's ihr gut, also hier geht's ja gut, macht ja einen guten Eindruck. Aber ist halt ein bisschen dünn geworden, ne? Ja, na, ja. Ich bin ein bisschen abgemagert, ein bisschen dehydriert. Halt keine guten Zeichen, aber hoffen wir mal das Beste. Gucken, was morgen rauskommt. Ne? Kein Theater. Katze ist schon da. Mitzi? Nein! Wolltest du Ketchup? Ich wollte aber es im Brot. Ketchup ist im Brot. Und so funktioniert nicht mehr. Ist ja geil. Prost. Nein, wo geht's nicht? Du kannst noch eine Sorge. Oh, krieg ich jetzt was zu fressen, ja. Hat der sich am Auge gekratzt? Na, da oben, hm? Kann ich mit ihren Krallen umgehen? Mit dem? Nee, bleibt da hängen. Ist ja so bekloppt. Feierabend! Hopp! Okay, wir machen Pause. Nee, er macht aus. Nein! Warte mal, wir wollen nur noch mal. Das gucken, nur das werden wir gucken, Papa! Süße, was ist denn? Wieso bist du denn so traurig? Nee, das zu Ende gucken auf gar keinen Fall. Bist du. Warte. Nein. So, guten Morgen. Dann brauchen wir für Luki eine Haarbürste. Nein! Ach ja, meine Tochter hat. Kill, du bist immer dutt.
Doch, das ja, aber wie würdest du das denn in 10 Minuten schaffen? 8 Minuten. 10 Minuten. Das sind 8 Minuten. Trotzdem, aber ich schaffe das trotzdem nicht. Gleich sind es nur noch 7 Minuten. Papa, lass mich! Ja. Das ist wohl besser. Ich bin deprimiert. Na, meine Tochter auch offensichtlich. Ja. Ich habe gar keinen Grund. Wieso? Sie wird älter. Und? Das ist doch kein Grund. Von Tag für Tag. Rucksack zu blasen. Mitzi, na, alles gut? Guten Morgen, kleine Katze. Hey, Mitzi, guck, ja. So eine Süße bist. Du schnurst einfach nur. Genau. Für dich ist jeder Tag schön. Boah, bin ich fertig. Wow. Ja. Ich liebe dich doch. Was passiert aber noch? Wurdest du ausgetauscht? Nein. Da. Gucken wir mal. Na ja, fahren wir mal los. Kind ist in der Schule. Das ist auf alle Fälle gemacht. Marlies ist gerade losgegangen mit den anderen zur Kita. Ich esse jetzt eine Runde Brötchen von gestern. Ja, da. Mitzi. Sie gefangen mit der Foto doch an. So richtig geil. Ich werde jetzt kurz im Internet schauen, was da los ist, ob da was passiert ist. Mann, jetzt sitze ich schon die ganze Zeit hier und mach ja auch nichts. Ja, guck nur rum. Ja. Damit sie.
Mitzi. Sag mir was, Junge. Mann. Damit sie. Ist frisch. Also Eisen fehlt ihr ein bisschen. Das ist an der Familie nicht neu. Und ansonsten Blut ist in Ordnung. Nierenwerte sind in Ordnung. Ja, na klar, du bist die bestgespülte Katze ever. Er meinte, naja, das Erbrechen kann schon mit der Schilddrüse zusammenhängen. Also wäre ein Symptom dafür. Und ein Gewichtsverlust. Ja, toi. Toi. Du bist ein bisschen durchhalte, Katze. Du bist 50 Jahre alt. Moment mal, zu voll zum Fressen. Frisst ja. Vielleicht hat's einen Wurm. Mein Sümpel. Bandwurm, der alles wegfrisst. Hast du Parasit? Ich glaube, dann wären die Blutwerte aber auch auffällig. Ja, die Nase ist ein bisschen blass. Das ist mehr in die Sonne. Nee. Musst du dann hier sehen, ja. Mützchen, da komm, wir müssen losmachen. Also müssen wir mal einstellen, Baby. Ja. Oh, eine dünne Schuhe, mein kleines Ding. Ich hab ein Liebesbrief, ey. Danke, Ruben. Das war ich nicht. Der ist verknallt in sie. Ja, ich glaub auch. Der hat sie auch zum Geburtstag eingeladen, da waren ja ganz wenig Kinder. Und der macht es ja öfter. Hat ihr auch schon den Ring geschenkt. Wieso waren da ganz wenig Kinder? War Anouk da? Ja. War doch in dieser Springhalle. Keine Ahnung. Na, da ist er hingekackt. Ja, da waren, ich glaube, 4 Kinder durfte einladen. Dann googeln wir mal die Briefmarken hier, ob wir hier eine blaue Mauritius haben, ja? Ich lasse bestimmt verboten. Hä? Ich lasse bestimmt verboten. Live auf YouTube, Fußschmerz. Oh mein Gott, ich hab mich völlig schwarz. Ja. Sie jammert immer noch. Uns interessiert schon lange nicht mehr. Ah, so, Matt habe mir hier. Matt habe mir hier. Was denn? Wann wird dieser Wäschekorb mal leerer? Jetzt. Damit meine ich nicht, dass er zur Schule geht. Ich nicht. Das ist ja wirklich. Oh Mann, ich höre recht langsam in die Niveau. Das ist eine Frau. Habt ihr das mitgekriegt? Aber mitgekriegt, die Kamera läuft. Fantastisch. Fantastisch. Sie muss selber lachen. Sie kriegt sich nicht mehr ein. Das ist so blöd. Und jetzt hast du es verstanden. Ja, na danke. Das war mein Intellekt. An meinem unterirdischen Intellekt zweifelt. Was so dumm ist. Und damit meine ich nicht, dass er zur Schule geht.
ist das mit 119 IQ? Schaut euch das nochmal genau an. Was passiert, wenn man 4 Kinder kriegt? Bitteschön. Was passiert denn? Ich muss mir das genauer erklären. Dazu müsste ich jetzt noch ein Video aus der guten alten Zeit hochladen. Wie viel netter war? Plus 54. Geburtstag, Hitler, Schmuckblatt sehr selten, gelocht. Ehrlich? Aber ist doch gar nicht gelocht. Doch, ist gelocht. Ist ja bescheuert, wer locht denn? Du kannst einfach abschneiden. Ja, könnte man noch abschneiden, richtig. Am roten Rand entlang. Am roten Rand entlang. Ich denke, wir verstehen uns. Hat mal wieder Zeit für den Zwischenblock, habe ich dir einen Eindruck, weil irgendwie passiert ja gar nichts mehr. Ich sitze auch wie auf Kohlen, ich warte immer darauf, dass der nächste Auftrag kommt oder so. Jetzt habe ich gestern wohl eine SMS bekommen, dass erst wieder frühestens in einer Woche, eigentlich hatten wir morgen einen Auftrag, frühestens in einer Woche, eher in anderthalb Wochen der nächste Auftrag ist. Naja, Eieiei, das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. Das, man sitzt ja immer so, man plant nichts anderes ein für die Tage und dann erst wieder in anderthalb Wochen, da ist ja der nächste Monat schon. Ach scheiße. So, ich mache jetzt auf alle Fälle einen kleinen Zwischenblock oder so oder bearbeite jetzt gleich erstmal die ganzen Videos, die bis jetzt so angefallen sind, diese ganze Blabla, was ihr alle nicht mehr hören könnt. Passiert es überhaupt nicht. Ja, gut, also habe ich frei morgen. Offensichtlich. So, liebe Leute, Mann, er soll ich denn sagen? Morgen hole ich eventuell den Trödel ab von dem Kollegen. Das gibt's noch zu sagen und dann werden wir mal schauen, wie es morgen weitergeht. Jetzt morgen machen wir dann Sichtung. Was ist in dem Trödel drin? Eventuell morgen, ich will es nicht versprechen. Eventuell morgen machen wir jetzt schon die Sichtung. Was befindet sich in dem ganzen Trödel drin? Ist das ein guter Kauf gewesen? Ist das ein schlechter Kauf gewesen? Das alles erfahren wir dann morgen, eventuell, falls ich es abholen sollte. Dennis meldet sich jetzt nochmal, was der Vater sagt, ob mit dem Wagen jetzt alles in Ordnung ist. Wir werden jetzt sehen. Also, bis zum nächsten Mal, euer Tommy.